Hallihallo, meine Lieben. Ja, ich bin wieder da und zwar heute mit Beatrice zusammen. Und ja, ich wollte euch meinen Aufgebrachten von März zeigen. Februar und März ist es geworden, weil wir haben ganz viel aufgebraucht. Ich zeige euch mal die Tüte. So eine riesige Tüte ist voll. Schaut mal, wie riesig der ist. Und ja, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. So, willst du was zeigen zuerst und ich sage was zu den Produkten? Einmal von Lenore, das hatte ich mal bei Kaufland gekauft. Das war, ich glaube, eine limitierte Edition. Ich habe noch eine in Verwendung. Da ich immer verschiedene, wenn ich wasche, dann immer wieder eine neue anbreche, dann habe ich dann nicht viel aufgebraucht, weil ich immer wieder eine neue einmal da für Unterwäsche oder für Weiße. Dann habe ich die Morgen Frische. Und der ist so lecker, müsst ihr euch anschaffen, wenn ihr das noch findet. Dann einmal von Sil für Flecken, so eine Fleckenspray. Und für mich ist das der Beste. Ich habe noch welche im Backup, weil ich hatte die für 99 Cent damals bei Rossmann gekauft hat, als die im Angebot waren. Deshalb habe ich noch zwei oder drei Flaschen davon. Eine gerade in Benutzung und ich. Der ist zu empfehlen dann. Ja, meine geliebten Wasserperlen, Bian Passion, limitierte Edition, wochenlang frisch und riecht immer noch sehr gut. Und ja, da habe ich auch meine Süße auch eins mit verschickt, als sie Geburtstag hatte. Ja, ich finde das gut. Und ja, für den Preis, da war irgendwo über 1 € oder 1,10 € irgendwas, finde ich das auch toll. Leider gibt es der Duft nicht mehr. Aber andere. Das habe ich von Divine, den Magazin, Produkte von Love oder von Essie. Und die hatte ich mal aufgebraucht schon. Das war ein wie heißt das jetzt? Lip Liner ist das. Von LOV oder Love ist auch. Heißt Mark und mit dem Pinsel und der Pinsel ist, ja, brauche ich jetzt nicht mehr, weil, aber war nicht viel drinne, weil ist, kann man nicht mehr anspitzen, finde ich schade, aber naja. Das hatten wir noch von der Schweiz, diesen Ultra Taschentücherbox, die hatten wir drei Stück und das war der letzte, war auch sehr gut. Leider gibt es die hier bei uns in Deutschland nicht, ja. Kannst du dann Spiel zeigen oder das habe ich mal von. Für die Klobrille dann mitgenommen von Action. War okay, wenn was für Färbung da ist oder so. War auch okay. Von Spee. Das war nicht so gut. Ich fand, manchmal hat sich das nicht aufgelöst in der Waschmaschine. Aber für Color und für weißes Wäsche. Und hat auch nicht so die Wäsche so nicht so gut danach geduftet. Irgendwie werde ich die nicht nochmal nachkaufen. Obwohl ich noch, ich glaube. Paar noch zwei davon oder ja, zwei und drei davon gibt es auch in hellere und ja, die werde ich nicht definitiv nicht wieder nachkaufen. Ist ja nichts Besonderes. Und Ergänzungsmittel kann ich euch kurz zeigen, was ich alles aufgebraucht habe. Und für die Kinder auch die Vitamin, die sie immer nehmen. Jetzt habe ich gerade keine. Von DM ist das günstige, das ist Multivitamin, 20 Stück zum Lutschen und Kauen für Kinder dann. Dann meine heiße Zitrone Limette, warte ich mal von Müller, ist auch sehr gut und schmeckt auch sehr gut. Vitamin C und Zink. Dann hatte ich so eine die Kieselerde intensiv für Kapseln und Nägel, weil die immer, jetzt ist mein Haar, habe ich nicht mehr so fast keine Haarausfall, aber meine Nägel sind jetzt kaputt, durch dass ich die geklebt hatte, aber passt ja schon. Ich nehme jetzt andere für meine Nägel dann auch. Nehme ich ab und zu mal von Abteil. Und dann von Taxofit hatte ich Vitamin D3. War auch ganz okay in der mit 33% gratis. Und noch, das waren 60 Tabletten, habe ich auch genommen. Einmal wieder von Action, die hat auch sehr gut geduftet. Das war so ein ja, Spray für die Toilette. Ja, auf Deutsch Lufterfrischer, genau. Der war auch ganz gut, der Duft mit Rosen. Fand ich auch toll. So, genommen von Taxofit Vitamin B12, die ich schon letztens erwähnt habe, die ich bei Rossmann jetzt neu gibt,
mit B5 auch. Und ja, ich liebe die. Die sind so lecker. Kann man ja zum ja, Energie und mit Vitamin B12, B5, ja, einmal 1 bis 2 täglich nehmen. Ich glaube, da drin ist noch eine Packung von. Kann man auch in der Waschmaschine tun und da passiert nichts. Hatte ich letztens zum ersten Mal gekauft bei Rossmann, als sie im Angebot waren. Finde ich auch sehr toll. Dann feuchtes Toilettenpapier von Contonelle. Hatte ich mal bei Action. War auch sehr gut, der Duft. Magischer Duft. Und dann kannst du hier zeigen. Das, Moment. Dann gibt es noch hier von Action auch wieder so eine feuchte Bodentücher. Und ja, mit Zitronenduft. Die waren, der hat sehr gut geduftet zwar, aber es werden schnell wieder trocken. Die. Aber dann habe ich hier noch meine geliebten von DM noch. Die habe ich zum ersten Mal ausprobiert. Pure Frische. Hat auch sehr so gut geduftet. Diese. Ja, und da waren auch eine andere. Aber irgendwie ist da noch unten. Die sind ganz unten noch. Dann nächstes Mal dann ein bisschen sortieren, wenn ihr das möchtet. Tut es mir leid. So, dann gibt es hier Feuchttücher. Kann man nichts Besonderes dazu sagen. Ist ja für die Kinder oder sonst was von Hip. Sind auch ganz okay. Die sind nicht so okay. Die sind ein bisschen, die kratzen ein bisschen. Die waren von Penny. Finde ich nicht so toll. Ja. Und die von Müller auch nicht. Und noch eine von Hip hatten wir. Für die Kinder dann. Dann habe ich hier drei verschiedene Toilettenpapier. Haben wir auch aufgebraucht. Ja. So viele Leute. Braucht man immer viel von dieser I Love You Reihe. Von dieser Reihe. Genau, von dieser Mops. Von der M. Hat mir sehr gut gefallen. War auch ganz gut. Immer gut, die von der M. Die finde ich noch tick besser, weil die sehr weich sind. Von Akla. Und ich kaufe die immer im Angebot, wenn die unter 1 Euro, unter 2 Euro kosten. Kamille. Und dann von Action hatte ich die auch noch von der Weihnachtsedition mit Winterduft. Ja. Jetzt von Aveo 3 Cremeseifen aufgebraucht, alle limitierte Edition. Waren auch nichts Besonderes, haben auch gut geduftet, aber geschäumt haben die nicht so wirklich. Einmal mit Kokosmilch. Dann mit Shea Butter. Und noch mit Orange und Ingwer. Dann habe ich von Action auch wieder Teelichter. Die hatten wir zur Weihnachtszeit aufgebraucht, gekauft. Und ja, da waren 100 Stück drin. Die waren ganz okay. Normale eben. Dann haben wir das vom Weihnachten noch. Diese Herzchen. Hat sie sowas isst sie total gerne immer. Ja. Weihnachtsbäume und so mit Kürbis, Pastinake und rote Beete mit Vitamin A, D3 und E und der Zuckerzusatz. Ja. Und das hat die Beatrice gegessen, weil sie in der Schule auch die Lehrerin das hatte und ja, ich habe das bei Müller entdeckt. Dieser Knabberdrachen mit Paprika Geschmack, sehr lecker. Dann Moment, mache ich jetzt weiter. Dann gibt es hier zwei verschiedene Slip-Einlagen und für mich sind die nach diese, weil das sind die besten für mich, aber die sind teurer als die normale oder No-Name-Marke. Aber für mich sind das die Carefree, die besten, die es gibt, weil die duften sehr schön, die sind sehr schön weich. Aber nach diesen, das gibt es diese von Jeva oder Jeva von der Marke, gibt es diese mit Duft auch. Die hatte meine Heidi auch letztens gezeigt in ihrem Aufgebraucht-Video. Und ja, und ich finde die sehr toll auch. Werde ich demnächst nachkaufen, wenn meine leer sind. Wenn, ja, ich benutze gerade die, habe ich gerade in Benutzung. Oder nee, die Rest von habe ich gerade in Benutzung. Und ja, und dann kaufe ich die wieder nach. Dann möchte Beatrice diese Kokospeeling zeigen. Und ja, die war auch sehr gut. Habe ich noch fast halb so da. Aber ich finde die sehr gut auch. Dann gibt es hier mit Haushalt weiter.
letztens aufgebraucht. Mixpack heiße Getränke, Holunder, Apfel und Sanddorn. Und meine Geliebten sind, finde ich, die Holunder. Mit Vitamin C und Zink. Für kalt und heiß zu genießen. Von DM. Und für die Kinder habe ich diesen da, trink nur die Beatrice. Mit Vitamin C, D3. Zur Unterstützung des Immunsystems. Kalt und warm genießen. Heiß und kalt genießen. So, ja. Dann hatte ich die von Aldi, die finde ich auch sehr, der ist sehr lecker. Ich hatte noch eine andere, aber irgendwie habe ich die weggeworfen oder so. Ich finde die sehr gut, das ist mit Limette und Aloe Vera, das war eine limitierte Edition, Geschirrspülmittel. Und dazu auch der, aber ich finde Ferry nicht so toll, wie alle davon immer schwärmen. Finde ich nicht so toll, muss ich genau ehrlich sagen. Mit Granatapfel, ja. Dann habe ich die Frosch Glasreiniger. Spiritus, ne? Glasreiniger aufgebraucht. Ich finde die meine von Kick, nicht von Kick, von Lidl besser. Die duftet mehr nach Zitrone als der. Der finde ich, duftet nach nichts. Und für mich ist die von Lidl besser. Dann haben wir meinen geliebten Farbfangtücher. Habe ich immer, wenn ich Wäsche wasche. Ja, egal ob bunte oder weiße Wäsche habe ich immer da drin in den Waschmaschinen. So ein Tüchlein von denen. Und ja, mein geliebten Swiffer-Tücher. Ja, mit 12 Stück drin. Das ist mein Liebling. Ja. Die hatte ich schon länger da im Gebrauch. Teppich- und Polsterpflege von Domol. Für meine Teppiche. War auch ganz okay. Benutze ich ab und zu mal für meine Teppiche. Dann die habe ich weggeschmissen, weil. Die war für meine Wäsche, habe ich nicht für gut gefunden. Nee, Fleckensalz habe ich weggeworfen. Ich bin gerade auf die andere Seite, weil Beatrice musste kurz auf Toilette. Und ja, einmal Essig-Essenz nutze ich sehr gerne. Die habe ich kürzlich bei Aldi entdeckt. Und ja, zum zweiten Mal habe ich den schon gekauft. Und der ist ganz günstig, 69 Cent. Und für meine... Ja, für Kalkig, für meine Wasserkocher immer benutze ich die sehr gerne. Ja. So, diese Husten jetzt. Ne? Da haben wir noch hier Feuchttücher von Rossmann. Die sind auch nicht, finde ich irgendwie zu kratzig für die Kinder. Weil ich habe die selber auch benutzt. Dann gibt es hier noch, ich suche eine andere. Wo ist der jetzt? Ja, war doch richtig. Ich hatte die noch von Pomelo und Quarquat, oder wie man das ausspricht. Auch finde ich auch sehr toll in Duftrichtung. Aber ich glaube, das war ja limitierte Edition. Gibt es dann noch bei, weil ich war letzte Woche bei DM und da gibt es die noch. Und dann habe ich so ein von Far, so eine Fresh and Dry hier. Dings, Deo-Spray aufgebraucht, auch sehr gut. Ich finde allgemein von Far sind die sehr gut. Wie ich gesagt habe, gibt es da noch die nochmal. Ich hatte zwei davon aufgebraucht. Dann Immun-Duo für meinen Mann mit Vitamin C, D, Zink und Selen. Hat mein Mann aufgebraucht. Die hatte ich mal bei 1-Euro-Shop-Laden und der war für 1 Euro von Taxofit. Ja, die hatte ich schon. Dann gibt es hier noch für die Bruna Zahnbürsten von Dot und End. Auch sehr gut. Sehr gut. Und noch hier eine von ihr auch. So eine, nee, von Beatrice und von Bruna. Nee, von mir. Aber Bruna hat auch so einen aufgebraucht, glaube ich. Achso, dann das auch schon. Dann für die Beatrice, die von Polodent, da gibt es jetzt eine andere, die haben die Namen umgeändert, aber jetzt weiß ich den leider nicht. Benutze sie gerne oder die Bruna auch ab 6 und sie ab 0 und die Beatrice ab 6 Jahre. Dann liebe ich die auch von DM Dontodent, Black Shine liebe ich ja. Die machen irgendwie meine Zähne fühlen sich so gepflegt danach. Dann hat sich mein Mann so eine Magnesium-Tabletten auch genommen, immer wegen Knochen und so. Er hat immer Knochenweh. Und ja. Dann haben wir zwei Mundspülungen aufgebraucht. Einmal für uns. In der lila Version war für mich zu scharf und für Beatrice die mit Apfelduft Geschmack.
Das war auch sehr gut, ne? Findest du gut? Ja. Dann gibt's hier, achso, gibt's hier noch Spülmittel von Palmolive. Die hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und Toiletten noch. Gibt's hier noch die? Von Domestos hatte ich letztes Mal bei Rossmann gehabt und für mich sind das die besten. Nicht die von WC Frisch, sondern die von Domestos machen meine Toilette immer blau und riecht auch noch. Finde ich gut. Dann zum letzten hat sich die Bruna das ausgesucht mit dieser scharfen, mit Frühlingsduft, Alouette, Toilettenpapier. Auch sehr gut, fand ich die. Leider waren nur 8 Stück drinnen, ja. Jetzt kannst du das zeigen. Einmal hat die Bruna das aufgebracht. Sowas von Bübchen finde ich immer gut und das riecht auch sehr gut, ja. Dann hat mein Mann fast aufgebraucht. Die Beatrice sagt: Mama, was riecht denn da so lecker nach Schokolade? Ja, fand ich auch sehr gut, diese Schokolade von Palmolive. Schokolade Passion, ja. Gibt es, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Die hatten wir von der Schweiz, als wir da im Januar da waren zum Neujahr. Shampoo fand ich auch sehr gut. Ich habe hier in Deutschland noch keine von Palmolive Shampoo gesehen, aber der war sehr gut. Dann auch Shampoos von Balea ist auch sehr gut. Da hat die Beatrice aufgebracht mit Kokos und Ananas. War sehr gut. Dann wieder von Balea so eine Pflegespülung. Ist meine Lieblinge mit Vanilleduft. Für Beatrice, für mich nicht so. Weil sie hat so blondes Haar. Und bei ihr riecht das noch, weil sie hat nicht so dickeres Haar wie ich. Da passt besser zu ihr. Und die habe ich immer bei der lieben Alida gesehen. Und ja, Kaufempfehlung von mir. Die kaufe ich jetzt wieder nach. Wir haben gerade noch die gelbe. Nicht die gelbe, die orangen in Benutzung. Und dann kaufen wir noch ein paar davon. Ja, und das war auch sehr gut für Beatrice. Dann die hatte ich mal in meine Weihnachtsgeschenke, hatte ich die mal von Bruna gehabt. Hat sie mir zum Weihnachten geschenkt, fand ich auch sehr gut. Nivea Creme, Ölperlen mit Lotusduft. Das Problem war nur, das war sehr, sehr schwer aus der Tube zu kriegen irgendwie, aber der Duft ist ganz gut. Dann die habe ich auch geliebt mit Kaffee und Vanille. Habe ich gerade noch, werde ich demnächst auch wieder nutzen, weil ich habe die Peeling noch davon noch nicht ausprobiert, weil ich noch eine andere, ich meine andere Duschgel aufbrauchen wollte, alle. Aber es duftet so sehr lecker hier. Ja. Und dann auch wieder von Schweiz hatten wir die mal genommen. Das war für meinen Mann Rexona Men Shampoo und Body Dusch. 2 in 1 und Duschcreme, genau. Duschgel meine ich. Ist noch ein bisschen drin, aber hat er gut vertragen. Mehr für den Körper, weil egal welche Marken Shampoo er nimmt, er kriegt immer davon Schuppen. Aber die von Balea Anti-Schuppen kriegt er nie. Ist irgendwie komisch. Und dann noch die 2er von der Schweiz hatten wir für die Kinder dann gehabt da. Von Le Petit Marseille, das ist aufs Frankreich. Und ja, die gibt es hier in Deutschland auch. Französisch, genau. Und ja, die gibt es auch in Deutschland. Und aber das sind 2 Euro irgendwas und da kosten die 1,25 Euro, wo wir da waren. Ja. Achso, meine andere ist doch hier, hatte ich doch gewusst, ne, dass ich noch eins hatte. Ja, 2 gleichen habe ich aufgebraucht. Ich habe gerade die andere in Verwendung, fast leer. Mit Winterduft irgendwie. Und jetzt gibt es noch viele hier. 3. Achso, da ist noch mein andere. Aber nicht ganz, weil die irgendwie mag ich nicht die nicht so. Obwohl die gut riecht, aber irgendwie fand ich die nicht so. Ist noch ein bisschen drin. Dann hier noch mein. Die hatte ich mal bei Müller an der Kasse mitgenommen. Das war nur Gratisprobe. War auch zu scharf irgendwie für mich. Von Carex. Dann haben wir Tüchenbox aufgebracht. Da war ja die Krankenwelle da im Februar und März auch noch. Und die Bruna ist noch ein bisschen erkältet, aber es geht hier schon besser. Aber von DM so eine schöne Schachtel.
Dann hat sich die mein Mann letztens von Lidl mitgenommen, auch schon leer. Und die hatte ich auch in meinem in Wohnzimmer dann. Mit diesen süßen Mops. Werde ich vielleicht aufheben und wieder neue Tücher hier reintun, damit Bruna das dann hat. Ja. Dann gibt es hier noch kurz, achso, und die hatte ich auch noch von der Marke. Hatte ich auch gebracht, Maxi Pads. Und ja, war, für mich sind die Maxi Pads die besten und von dem sowieso. Ich habe, glaube ich, die von Rossmann noch nie ausprobiert, aber ich habe die gerade in Benutzung, den schwarzen mit Aktivkohle, berichte ich euch dann im nächsten Aufgebraucht-Video. So, dann gab es hier für mich die besten Schwämme von DM Profissimo. Ich hatte die von letztens auch erwähnt, meine Aufgebraucht, aber die von DM sind meine geliebten Schwämme. Es neigt sich zum Ende langsam. Dann noch hier von Lidl so eine Handseife, der Verpackung hat mich auch sehr gut sehr angesprochen. Der hat auch sehr gut geduftet nach Kokos. Für mich war der auch sehr gut. Vielleicht hebe ich das auf für später, weil das sieht so süß aus hier mit Schmetterlingen jetzt für Frühling. Mal schauen. Dann gab ich die von auch Action aufgebraucht. Diese so eine Booster fürs Haar. Die waren nach drei Anwendungen leer, aber ich fand die sehr gut. Das hat mein Haar sehr geschmeidig gemacht. Die hatte ich letztens von Action, wie gesagt, für 99 Cent. Die auch von Action, diese Gold-Lip-Mask, war sehr angenehm auf die Lippen, aber irgendwie, ob es das was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber es war sehr angenehm auf der Haut und ja, sehr, hat auch sehr gut geduftet, ja. Dann hier noch für die Kinder haben sie aufgebraucht. So eine Duschperlen von Müller. Ja, riecht noch sehr gut, ne? Ja, Himbeere mit Glitzer sogar. Badeperlen. Und die hat die so geliebt. Die hat sie mit in die Schule mitgenommen. Von Nesquik. Ja, sehr gut mit Milch und Kalzium auch. Ja, sehr gut. Und noch von unserer Heidi haben wir die noch aufgebraucht von, hat mein Mann immer gekauft, immer im Angebot, wenn die bei Norma sind, 3 Stück für 1,49 ohne Zucker von Cracker, Vitakraft, genau. Meine Lieben, wir sagen euch bis zum nächsten Mal und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, lasst uns gerne Feedback da, wir freuen uns immer. Tschüss!